Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Night of the Dead. Mit dabei ist natürlich der Yogi. Hallo, Krian. Hallo, Yogi. Ah, du nimmst sie mit? Okay. Ja, ich bin gerade so vorbeigelaufen. Ja, ich wollte gerade meckern. Warum nimmst du das Zeug nicht mit? Das ist doch Loot und Loot tut gut. Gehen wir links rum oder rechts rum? Ich würde sagen rechts rum. Hinten ist ein Zombie. Auf der Straße. Wann wollen wir eigentlich zurückgehen? Ach, wir haben noch Zeit. Ja, ich weiß genau, wie das endet. Wir sind unterwegs und dann kommt die Horde. Ja, bei unserem Haus tun die ja nichts. Das heißt, wir sterben einfach und spawnen wieder. Ja, aber dann müssen wir unser ganzes Zeug wiederholen. Und dann sind wir voll, weißt du? Ich würde das schon gern leer räumen können. Ja, okay. Ich meine, wir machen es ja nicht wie früher in... Das, glaube ich, Seven Days to Die noch nicht gespielt, gell? Wo es noch das Fast Traveling gab. Nee, da habe ich es noch nicht gespielt. Nope, 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 nope. Aha. Du könntest nämlich dann mehrere Spawnpoints haben. Das heißt, ja, du wo irgendwo... du dann sagen könntest, an welchem Bett du spawnen willst. Genau. Und dann bist du halt, hast dich einfach selbst umgebracht. Und, dann bist du halt da wiedergekommen, wo du wolltest. Und konntest halt noch dein Inventar behalten. Ja, das ist halt nice. Ja gut, kannst du heute auch je nach Einstellung. Ja, aber das so spiele ich ja nicht. Ja, so spiele ich natürlich. Ich glaube, damals war das noch Standard. Nehmen wir erst den Zombie oder erst den Dude? Ja. Ja? Hurra! Bumm. Hurra! Bumm. Die tun mir immer weh. Oh, da kommen direkt noch ein paar. Oh, ich sehe es. Ich loot gerade noch fertig. Nope. 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 Au. Oh, der hat eine ordentliche Backpfeife geschrieben. Ja, der hat mir einfach mal. Ja, auch direkt. Das ist der Schellen King. Oh mein Gott, er hat sich teleportiert. Der Moonwalkt. Auf mich drauf vor allem auch noch. Das ist der Michael. Jetzt hat er ein Herzinfarkt. Der bit-slappende Michael. Ich glaube, da kommt noch was. Da steht auf jeden Fall noch einer. Ich höre nämlich dauernd so ein Geschrei. Ich glaube, hier misshandelt einer von innen die Wand, der das hier mitbekommen hat. Durchaus. Aber hier draußen ist ja auch noch auf jeden Fall einer. Was kann ich hier nehmen? Anfallen. Guck mal, Pizzakarton. In Seven Days to Die müssen wir jetzt Angst haben, dass irgendwann die Wand durchbricht. Hier bestimmt auch. Aber in Seven Days passiert es halt schneller und du kannst dahinter halt einfach 20 Zombies haben, die dann kommen. Glaubst du echt, dass sie die Wände... Achso. Ja gut, die können unsere Base auch zerstören, das ist richtig. Ja. Ich meine, das dauert eine Weile und wie gesagt, bei Seven Days sind halt schnell mal 50 Zombies dahinter. Okay, 50 ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber so 5. Und hier, glaube ich, prügelt halt so einer drauf ein. Und manchmal ist also gefühlt das Passing bei Seven Days doch etwas intelligenter. Ja gut, das haben sie aber auch halt entwickelt in dem 4. Ja, das das soll jetzt hier gar kein Early Access sein. Ich sehe einen großen. Ja, den sehe ich auch. Der geht jetzt. Der hat uns auch gesehen. Ja, da kommt noch ein kleiner und links ist auch ein kleiner. Zwei kleine links. Mir fällt gerade auf, ich habe nur 7 Pfeile. Das muss ich mal ändern. Piu, 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 piu. Jo, der Große kommt auch. Ja, ich nehme ganz kurz den Loot hier mit. Ich fange einfach mal an, auf ihn zu schießen. Oh, 6 ich habe einen kleinen bekommen. Links kommt noch einer, habe ich gehört. Ich habe keine Pfeile mehr, das ist jetzt kontraproduktiv in so einer Situation. Ein wenig. Ich glaube, der Große hat es auf dich abgesehen. Ja, das glaube ich auch. Ich nehme die zwei kleinen raus und dann helfe ich dir. Ja, kein Stress, ich nehme erstmal ein Stückchen mit. Oh mein Gott, ist er bei mir. Kannst du ihn... Andi, du hast keine Pfeile, gell? Doch, hast du. Ich habe neue gemacht, so ist es nicht, aber... Ich kann aber immer nur 5 machen, das ist scheiße. Warte, ich muss mal irgendwas aus dem Inventar rausschmeißen, dass ich mehr machen kann.
Ich verliere HP wegen Ding. Ich bin exhausted. Ich schieße in den Rücken. Ich schieße in den Rücken. Er wird aber nicht sauer. Nö, er mag das vielleicht ein bisschen. Er steht drauf. Ich, okay. Auf einmal muss die stehen bleiben. Das Spiel sagt, du bleibst stehen. Ja, man muss manchmal im Leben auch stehen bleiben. Er will mich nicht mehr. Er will dich nicht mehr. Nö, ich bin langweilig. Ich hab gesagt, nö. Ah, das Problem ist, ist das nicht der, den wir auch damals an der anderen Ding hatten? Der die 70 Pfeile gefressen hat oder so? Nein, wie kommst du denn darauf? Der die Hackebeile schmeißt, der Metzgermeister? Nö, Krieger, das, Ich habe noch 5 Pfeile. Ich muss da hinten die beiden Zombies looten, neue Pfeile holen. Bin gleich wieder da. Ausdauerprobleme, Ausdauerprobleme. Oh, ich kann nicht, hier ist noch ein Zombie. Ich habe 0 Pfeile. Und er will mich. Du kannst ihn ja mal looten im Vorbeigehen. Nope, ich habe ihn. Du hast ihn. T ist alles looten, ja? Oh mein Gott, du bist jetzt dummerweise hinten in die Ecke, wo ich nicht hinkomme. Alles gut. Warte, warte. Aua, nein, Hilfe. Er steht auf mir. Ich habe alle Pfeile, alles gut. Aua, du Arsch. Ich habe kein, ich habe kaum HP. Ich kann auch hier hoch. Oh. Ist er bei dir? Ja. Okay, ich guck mal jetzt ganz Jetzt kommt schnell. Er wieder zurück. Er ist verwirrt. Und der Baum hat... Er ist down. Perfekt. Der Baum hat ein bisschen größere Hitbox als... zumindest 13 Forschungsmaterial. Das ist doch okay. Verdammt, ich hab keinen... Ja, aber meint, es war nicht der Baum, es war mein... Nicht vorhandener Skill. Oh Mann. Oh, Pilz. Käffchen. Naja. Ja, ja. Machst du irgendwas zu essen dabei? Nö. Ich habe Pilze, ich habe rohes Fleisch. Ja, Pilze habe ich auch, aber rohe Pilze bringen nichts. Die schaden nur. Ich habe auch rohes Fleisch, ich habe rohes Geflügelfleisch, aber ich will keine Salmonellen haben. Ja, dann lass uns mal. Komm mal dahin, wo wir den Dicken gelockt haben. Da kann man wieder aus dem Gebäude rausgehen. Dann können wir ja Richtung Heimat aufbrechen. Echt, da kann man raus? Hier ist auf jeden Fall rechts. Offen. Ja, ich sehe es gerade rechts. Also ich weiß nicht, wie weit wir rauskommen, weil da ist auch nochmal ein Zaun, so wie es aussieht, aber könnte auch die Straße sein. Weil nicht, dass hier gleich noch ein Exploder kommt oder so. Ja, das wäre... Oder noch so ein Metzger. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Und ich meine, wir wollen ja auch noch ein paar Pfeile vorbereiten. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Hier sind 3 Zombies direkt am Ausgang. Ich meine, sie ignorieren mich gerade, während ich zwischen ihnen loote. Ja, du stinkst nach 20 Tagen, 6 Tagen Apokalypse schon so sehr, dass sie das einfach akzeptieren. Piu! Auf welchen gehst du? Links, okay. Ganz links den. Ja, ich nehme dir den anderen ab, der sich... auf dich fokussieren will. Uiuiui. Lustige Rockler. Ach, der Krian kümmert sich ja schon drum. Ich kann irgendwie manchmal nicht rennen. Hallo? Nein, nein, nein. Machen wir nicht. Und von ganz da hinten kommt jetzt... Nee, er kommt doch nicht. Da kam nur gerade was angerannt. Das sah so aus, als würde er Speed geben, um zu uns zu kommen. Und wir gehen jetzt eigentlich straight durch, würde ich sagen. Ja, ich würde jetzt hier die Straße noch so ein bisschen mitnehmen, tatsächlich. Ja, und dann müssen wir Essen vorbereiten, Pfeile vorbereiten, HP generieren. Hinter mir sind auch noch welche. Genau. Wir brauchen halt einiges Essen allein, um das verlorene HP halt wieder hochzukriegen. Du wahrscheinlich und ich auf jeden Fall.
Ja, ich bin bei etwa 40. Ja, ich bin bei 45. Ich habe mir lauter Kräuter reingeballert. Das Problem ist nur, Kräuter geben quasi nichts in Reinform. Ja. Da müssen wir nochmal hier im Forschungstisch gucken, ob wir nicht irgendwie Heiltränke oder sowas in der Richtung. Und mein Inventar ist voll. Dann schmeiß mal Pilze raus. Ich hätte jetzt eher die Oder Wolfsknochen so. rausgeschmissen. Ja, ansonsten Aber nehme die ich halt Pilze kannst du auf. natürlich nehmen. Deswegen, ich Warte, habe warte, warte. noch Platz. Wenn du mir Pilze Ich tu mal hingibst, hier Pilze raus, die kannst du. ja, nehme ich mit. Und wahrscheinlich Geflügelfleisch hast du ja auch, dann lege ich die auch Ja. noch hin. Jawohl. Dim, 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 dim. Cooles Werbeplakat hier. An der Bushalte. Ja. Die Bushalte sieht ein bisschen zu neu aus, würde ich mal sagen. Die wurde aufgebaut kurz bevor die Apokalypse gestartet hat. Ja, so, oh, wir haben jetzt hier Eröffnung, die neuen Bushaltestelle am Kraftwerk Süd. Ja. Und das war's auch schon. Mehr gab's dann nicht mehr. Kann man hier bei den Großen irgendwas mitnehmen? Nee. Nö, die stehen nur da Schade. und sehen gut aus. Ein halbes Eisenfass. Gehen wir hier. Nee, das habe ich jetzt in meiner Kreuzung, wo wir vorhin auch waren, oder? Wo wir links gegangen sind zum Ding, ja. Ja, da oben ist der Container, den ich nicht looten konnte. Gehen wir dann querfeldein, oder? Weil die Straße haben wir ja quasi gelootet. Ja. Hier ist der Tunnel. Genau. Da ist der Rabe. Nicht töten, wenn er auf dem Auto ist. Sonst kriegen wir ihn nicht. Okay. Ich versuche ihn wegzuscheuchen, du musst ihn aus der Luft schnappen. Okay. Das klingt nach einem Plan, der nur funktionieren kann. Nah dran. Aber hier ist noch ein Fass gewesen. Oh, da ist ein Sperling gefangen. Jetzt ist es ein Toter. Ja, der Rabe ist halt einfach mal disappeared, als ich ihn erschossen habe. Läuft bei dem. Das sind ganz neue Arten von Überlebensskills. Wir sterben einfach nicht, wir werden unsichtbar bei Impact. Ja, auch nicht schlecht. Ist das hier Metall? Das muss ich mir doch mal näher angucken. Ja, das tut nicht gut. Das ist vor allen Dingen groß. Ja, aber meistens ist da trotzdem nicht so viel drin, glaube ich. Soll ich dir dabei helfen, ne? Nö, alles gut. Ich mach's trotzdem. Nee, nee. Hast du Loot bekommen? Ja. Ich Bisschen nicht. Eisenerz, bisschen Schießpulver. Dann hast du den Last Hit gemacht. Man muss nicht viel arbeiten, sondern nur effektiv. Das stimmt natürlich. Jetzt ist der Krian hier wieder am effektiv arbeiten. Das gefällt mir ja gar nicht. Ha, meins. Krian, ich find's gruselig allein mit dir im Wald. Das waren seltsame Geräusche gerade. Und ich find's noch viel gruseliger, wenn ich nachher alleine zurück muss. La 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 la. Eisen. Jetzt wollte ich gerade meine Milch mit der einen Hand aufdrehen, um hier ein bisschen was Milchmäßiges einschenken zu können in den Kaffee, aber nein, da kommt der Eisenklumpen. So. Ich bin ja mal gespannt, wo die zweiten Koordinaten uns dann gleich hinführen. Also, was heißt gleich? Nach der nächsten Horde halt. Ja. Also gleich. Wird ja jetzt lachen, wenn es uns ins Kraftwerk schickt. Ist wahrscheinlich, würde ich sagen. Ja, weil mein erstes Ding war ja jetzt ein Labor. Da sind wir ja auch ganz entspannt hingedümpelt. Wir haben einen Fehler gemacht tatsächlich. Und zwar. Wir haben uns nicht in unsere Schlafsäcke gelegt, bevor wir losgelaufen sind. Was ist das dann für ein... Ach, das ist aber dann die Fahne, oder?
Wahrscheinlich. Oder Ich habe ist. nämlich auch gerade überlegt, was ich da anvisiere, wo ich hinlaufe. Aber unsere Schlafsäcke dürfte es nicht sein, außer dass es gefixt ist, mal beim Reconnecten halt. Nee, das dürfte die Fahne sein. Ja gut, aber die Fahne ist ja auch auf demselben Weg, also von daher. Ja. Brauchen wir ja gar keine Angst Hier haben. ist noch nichts geladen, das sieht gerade sehr lustig aus. Da unten sind, müssen wir hin. Klippen springen. Hui. Oh, ein Wildschwein. Die sind erstmal nicht aggro, glaube ich. Erstmal. Der war gar nicht aggro. Er hat mich gar nicht wahrgenommen, trotz der 6 Pfeile oder die es gebraucht hat. Ja, der war halt hart am Chillen, weißt du, das war so ein Pumba. Den Timon. Pumba ist Schwein? Pumba ist das Schwein, ja. Okay. Oh, offene Türen. Kann man ja mal reingehen. Ah, hier ist aber ein schöner Ausblick von hier oben. Ja, ne? Ja, gut, es hat ja einen Grund, warum wir da oben waren. So ist es nicht. Da Ich sind mache noch jetzt Kisten erstmal ein. oben. Ja, das habe ich auch gesehen. Und wir haben noch die eine Mauer da stehen. Die haben wir noch nicht weggemacht. Oh. Bam, 16 Eisen mitgenommen. Läuft. Oh mein Gott. Was ist los? Ein Hit, ich bin tot. Cool. Ja, ich Soll bin ich hier dir gerade am. entgegenkommen? Ich bin hier gerade am Klippe runtergehen. Ich muss jetzt ganz langsam gehen. Ich habe mir mal einen Respawn-Punkt gesetzt. Di, 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 Das di. Gemüse ist ready. Nein! Hast du es Gleich stirbt gehört? Indiana Jones. 2022 kommt der 5. Teil Indiana Jones. Ich habe den vierten nicht gesehen. Hast doch nichts verpasst. Ja, deswegen habe ich mir auch nicht angeguckt. Weil das wurde mir des Öfteren gesagt. Er war halt unnötig. Ich fand, der 3. Teil ist der beste, aber nur weil es um Nazi. Oh, scheiße, ein Bär! Oh, Scheiße. Ich bin jetzt im Haus. Ich bin tot. Hilfe! 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 Er ist hinter mir! Hilfe! Es gibt hier nur einen Bär im Haus. Mein Das bist du, erster okay. Tod durch einen Bären, weil er neben unserem Haus spawnt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Weißt du, ich sterbe die ganze Zeit nicht. Ja, bin ich auch direkt mal tot. Bringt der Kian einfach einen Bär ins Haus. Weißt du? Wir haben schon öfters mal über Ungezieht. Ich mache jetzt erstmal die Tür zu, bevor du irgendwas machst. Ja, ich loote meine Sachen. Dumme Du Idee, hast da. dumme Idee. Ja, ich hab meins. Du bringst ihn wieder rein, oder? Ja, ich nehme ihn wieder mit raus. Hihi, daneben. Hihi, daneben. Nein, nicht daneben. Ihr mag diese Beeren nicht. Können wir ihn nicht vielleicht in die Bärenfalle bringen, auch wenn es eigentlich für mittlere Tiere ist? Ich mache jetzt erstmal die Tür Er zu. kommt! Tür ist zu. Das Problem ist, wir haben jetzt keine Ich. Möglichkeit, ihn zu treffen. Nein! Was Hui! machst du denn? Ich habe ihn. Okay. Arschlochbär. Ich hätte mich tatsächlich noch einmal töten lassen sollen. Warum? Wenn ich mehr Leben habe. Oh. Ich kann nicht mal alles aufnehmen von ihm. Ach Es gibt Mann. übrigens zwei verschiedene Blumenkohl. Okay. Ne, Brokkoli. Ich habe einen, der minus 10 Leben und 10 Energie gibt, und oben ist einer, der nur Energie gibt. Plastikstück, ne, Knochen ist das hier. Das war jetzt aber trotzdem traurig. Ja, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ja, es ist halt doof, dass er direkt neben unserem Haus spawnt. Nee, warum macht der sowas auch? Jo, das nehme ich. Schönes T-Bone, nehme ich auch.
Ach Was ja. haben wir denn hier? Schießpulver. So, dann mache ich mal da weiter, wo ich gerade aufgehört habe. Essen einsortieren. Ach so, ich dachte sterben. Nein. Ich meine, damit habe ich jetzt auch aufgehört, aber Aber wir haben, ich ich habe wollte dir gut nur nachmachen. kleines Eisen bekommen. Wir brauchen auch noch mal eine Ja, habe neue ich. Kiste. Ja. Wir brauchen einiges. Weil ich habe keinen Ort, wo ich Sachen reintun kann. Warte mal, hat mir da drüben nicht noch eine Weißkohl. Kiste? Nee, hat mir nicht. Ja, hier Hättest war du eine gern Karotte drin. gelbe Pilze oder rote geröstete Pilze? Ich gönne mir alles, was man essen kann. Ich habe von beiden gleich eine Menge gemacht. Dann kriegst du einfach einen Stack von den gelben, nämlich die roten. Okay. Warte, ich habe auch noch hier noch ein geröstetes Hähnchen für dich. Aber ich glaube, ich muss noch mehr Fleisch machen, um wieder auf volle Dinger zu kommen. Ja, hier oben ist, glaube ich, sogar noch eine Wurst drin. Ja, aber die ist halt extrem. Ja, und die bringt halt auch nur. Hä, wo ist das? Ach, da sind die Pilze. Nehme ich mal kleines Fleisch. Ja, Aber mach mal ein ich hätte paar. hier noch ein gutes Fleisch auch einstecken. Ja, das kannst du in die Kiste tun. Weil die kleinen Fleisch reichen ja erstmal. Ja. Warte, ich gebe dir mal hier die Hälfte der Ich kann es Steaks nicht in ab. die Kiste tun. Da liegt ein bisschen kleines Fleisch für dich. Das gibt nämlich dann genug und dann kannst du gucken, dass du wieder Ich voll droppe dir bist. jetzt mal das gute Stück Fleisch hier. So, da ist noch Fleisch hier unten auf dem Boden. Ja, ich nehme das mal. Oh yeah, 90%. Ja gut, 90%, da bleiben wir hängen, aber das ist Ja, erstmal warte. okay. Hier droppe ich noch eins. Damit bist du dann auf 100. Auf den Kisten liegt. Ah. Das nehme ich mir mal. Jetzt müsstest du bei 100 sein. Bin bei 100, ja. Wie die nächste Horde allerdings aussieht, das seht ihr erst beim nächsten Mal. Euch wünsche ich bis dahin noch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen. Bye bye, bleibt gesund. Ciao.